Hallo, Freunde des feinen Whisky-Genusses. Hier ist wieder Ansgar, der Whisky-Wikinger. Und ich habe mir heute wieder Unterstützung mitgebracht. Die Moritz. Moritz, sag hallo. Na, heute ist Moritz ein bisschen schüchtern. Ich habe heute auf meiner Seekiste den Glenlivet, 18 Jahre alt. Den hat mir der Thomas zur Verfügung gestellt. Und ich bin schon ganz doll gespannt. Ne? Unser allseits beliebter Horst hat ja diesen Glenlivet 18 Jahre als einen der besten Whiskys in den letzten 25 Jahren gekürt. Na, bin ich mal gespannt. So. Was gibt's dazu zu sagen? Glenlivet, Space Cider. Diese Abfüllung ist abgefüllt mit 43 Volumenprozent. Und ist eine Mischung aus amerikanischer und europäischer Eiche. Ja, mit Farbstoff Zuckercouleur versetzt. Ansonsten wäre es eine schöne Farbe. Aber wie gesagt, Farbe ist relativ. Spannend ist ja der Geschmack. Ne? 43 Volumenprozent, okay. Könnte ein bisschen mehr sein, aber naja. In den Tasting Notes steht drin leichter Torfrauch. Ich hab die nicht. Was ich in der Nase habe, ist ein typischer Space Cider. Blumig. Frisch. Leichte Sherry-Aromen. Fruchtig. Honig. Vanille. Sehr rund, sehr ausgewogen. Ohne jemanden jetzt zu überfordern. Aber trotzdem komplex. Naja, ist ein schönes Fruchtkompott. Na, und mit seinen 18 Jahren, hey, und mit seinen 18 Jahren hat er auch eine schöne Komplexität, wo es Spaß macht, einfach dran zu riechen, ne? Und zu gucken, Mensch, was ist da alles hinter den Früchten drin? Also die Nase ist gut. Na, wie gesagt, wunderbar alles eingebunden. Ne, keine Ecken, keine Kanten. Sehr rund, sehr komplex, vielschichtig, also macht Spaß. Aber ich mag das ja auch so ein bisschen dreckig manchmal, so wie die Kebelton Whisky, ein Space Cider oder so ein stürmischer junger Eiler, ja, oder ein Insel Whisky, ein Talisker oder sowas, ne, die so ein bisschen so, wo man sich auch mal so ein bisschen aneckt. Der ist rund, der ist weich, sehr gefällig. Honig wird jetzt stärker. Honig und Vanille sind jetzt omnipräsent. Na, Frucht geht, glaube ich, zurück. Ja. Also könnte ein Single Malt sein, den das Atmen gut tut. Also ich denke, ein hoher Anteil an Sherry wird das nicht sein. Hier in den Fässern. Könnt ihr ja in den Kommentaren reinschreiben, wenn ihr wisst, wie sich das Verhältnis so zueinander setzt. Ne? Füll-Sherry-Fässer sind ja auch nicht drin. Ne? Ich denke, das ist hier hauptsächlich amerikanische Weißeiche-Bourbon-Fässer mit einem leichten Anteil an, naja, vielleicht seckenbefüllten Sherry-Fässer, um eine andere Komplexität reinzukriegen. Ne? Süß. Ich hatte vorhin den Jura. 19 Jahre, so Paps. Und die Süße erinnert mich dran, obwohl er nicht ansatzweise so süß ist wie der Jura. Na, also, würde ich mal sagen, sind PX-Fässer drin. Weil eine große Fruchtigkeit habe ich nicht. Die Fruchtigkeit, die ich hier habe, erinnert mich stark an Bourbon-gereiften Whisky. Na, so ein bisschen, ja, Birne, Apfel. Leichte Zitrusnoten, vielleicht eine Spur, Pflaume, aber hauptsächlich Birne, Apfel. Ja, also wie gesagt, von der Nase her gefällt er mir ausgezeichnet und lädt ein, eigentlich die Länge zu verriechen. Aber so viel Zeit haben wir heute nicht. In dem Sinne, Slunch und auf dich, Thomas.
sehr angenehmes Mundgefühl. Im Mund deutlich stärkere Sherry als in der Nase. Süße wieder, die mich stark an PX-Fässern erinnert. Vanille, Creme Brûlée. Jetzt habe ich eine Nase und im Abgang so eine leichte Bitterkeit von der Eiche, aber nur ganz leicht. Geht das jetzt so langsam, ja, so langsam geht es jetzt so in Röstaromen über. Ein bisschen Kaffee vielleicht, aber irgendwie halt eine süße Birnenkompott. Blumigkeit, also ein typischer Space Cider, aber ein reifer, ein erwachsener, ein alter Space Cider. Ja. Süffig, gefährlich süffig. Aber wie gesagt, jetzt so im Abgang, die Süße ist noch da, aber zunehmend wird es trockener durch die Eiche. Also die Eiche schiebt jetzt ordentlich nach vorne, bringt so ein bisschen Tannine rein, leichte Bitterkeit und eine Trockenheit. Interessant. Ich habe vorhin schon gesagt, ich hatte vorhin den Jura The Pops mit 19 Jahren gehabt. Muss ich sagen, ist der Glenlivet 18 Jahre um Längen komplexer und spannender. Und wenn man so überlegt, preislich liegt der noch, ne, so um die 60 Euro plus minus 3, 4 Euro, ne? Also man kann ihn auch schon unter 60 Euro noch kriegen, wenn er irgendwo im Angebot ist. Muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Da hat sich der Thomas wirklich was Ausgezeichnetes, was richtig Feines gekauft. Nee, ich finde ihn klasse. In dem Sinne, wer Space Cider mag, wer Glenlivet vielleicht mag, es ist Glenlivet, der 12-Jährige, ist ja momentan, glaube ich, gerade wieder der meistverkaufte Single Malt in den USA und gehört ihm halt zu den großen dreien, ne? Glenfiddich, Glenlivet, glaube, und Glen Grant. Ja, also die meistverkauften Single Malts weltweit. Und also ist eine deutliche Steigerung, eine deutliche reifere Leistung als der klassische 12-Jährige. Ne? Also mit den 12-Jährigen kaum vergleichbar. Obwohl ich ihn schon lange nicht mehr getrunken habe. Jo, in dem Sinne, euer Ansgar, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaltet, wenn ich auf meiner Seekiste für euch wieder mal ein Whisky verkoste. Über ein Like und ein Abo freue ich mich immer, das wisst ihr. In dem Sinne, euer Ansgar.